Ja, genau. Gut, einen schönen Donnerstagnachmittag. Der digitale VN-Stammtisch, eine neue Form der Begegnung, die wir ja vor ungefähr einer Woche begonnen haben und schon viele Gesprächspartner hatten. Heute ist der bislang prominenteste Gesprächspartner da, hat eine halbe Stunde für Ihre Fragen Zeit. Wir streamen das Ganze parallel auf vn.at, auf voll.at. Sie können aber auch die Zoom-App herunterladen. Die Anleitung finden Sie im Artikel auf vn.at, um sich direkt mit Fragen zu beteiligen. Wir haben sehr, sehr viele Fragen im Vorfeld erhalten und in Zoom gibt es unten diesen F- und A-Knopf und über diesen Frage- und Antwort-Knopf können Sie weitere Fragen direkt, während wir jetzt in der nächsten halben Stunde sprechen, live verfolgen. Herr Landeshauptmann, einen schönen Nachmittag. Ja, einen schönen Gruß aus dem Landhaus. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Vielleicht gestern Abend war die letzte Pressekonferenz mit einem aktuellen Stand an Erkrankten und immer noch 11 Personen, die hospitalisiert sind, beziehungsweise auch nahezu alle auf Intensiv dieser Zahl liegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie gestaltet sich die Situation am heutigen Nachmittag? Ja, es ist ungefähr ähnlich. Wir bekommen natürlich bis zum Abend neue Zahlen wieder herein, aber wir sind immer noch jetzt bei 429 positiv Getesteten zur Stunde. Das war die letzte Meldung heute früh. Es kommt am späten Nachmittag noch eine zweite Meldung. Und es sind ungefähr 10 Personen, genau 10 Personen derzeit mit Meldung heute früh auf der Intensivstation, was eine relativ hohe Zahl auch bedeutet. Wir haben da im Moment genügend Kapazität, aber man sieht schon, die Problematik steigt. Das Virus verbreitet sich, die Intensivfälle sind jetzt angestiegen. Das heißt, die Vorbereitung dieser Spitalsfragen und Kapazitäten für alle Fälle, Spital insgesamt, aber auch Intensivbetten, ist eine der wichtigsten Arbeiten, die wir im Moment vornehmen. Wir sind da in gutem Kontakt mit dem Spital, dort ist ein eigener Krisenstab eingerichtet. Ich meine, wir sind zur Stunde gut vorbereitet und arbeiten ganz intensiv daran, dass wir diese notwendige Zahl an Betten und Beatmungsgeräten auch wirklich zur Verfügung haben. Die Patienten sind gut betreut auf der Intensivstation. Das ist für uns sozusagen noch eine Art von Normalbetrieb, was die Anzahl der Fälle angeht. Aber die Steigerungsraten sind auch da. Und wir beobachten sehr genau, was in Tirol oder auch Südtirol passiert. Südtirol deswegen, weil es mit uns auch ein bisschen vergleichbar ist von der Größenordnung der Einwohnerzahl. Dort ist man heute am Stand der Intensivbetten bereits angekommen und hat die ersten Schwierigkeiten. Also man sieht, es gibt auch Regionen, denen es jetzt wirklich nicht so gut geht. Die sind uns 2, 3 Wochen voraus in der Virusentwicklung, was im Umkehrschluss bedeuten würde, wenn jetzt die Maßnahmen ein bisschen greifen würden, die sozialen Kontakte runtergehen und wir die Abflachung der Kurve zustande bringen die nächsten 2, 3 Wochen, dann kommen wir mit unseren Spitalskapazitäten durch. Aber wir arbeiten, wie gesagt, auch in Worst-Case-Szenarien. Ich meine, von den Grundkapazitäten sind wir derzeit gut vorbereitet, aber man sieht an der Anzahl der Intensivpatienten, das steigt. Im Übrigen würde ich auch sagen, aufgrund dieser Anzahl der Intensivpatienten, dass die wahre Erkrankungszahl deutlich höher liegt, wie das, was wir an Infizierten überhaupt wissen. Weil man immer auch von einem Prozentanteil ausgeht. 10 Intensivbetten bedeutet sicher, dass die Zahl der erkrankten Infizierten deutlich höher ist als das, was wir wissen. Dazu gibt es auch gleich die erste Frage von Herrn Konrads, vermutlich. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, als jemand, der im Spitalumfeld arbeitet und ständig die aktuellen Berichte verfolgt, fragt er sich, in Italien sterben unter anderem Menschen, weil nicht genügend Beatmungsgeräte in den Spitälern vorhanden sind. Somit muss triagiert werden, das heißt, der Arzt muss entscheiden, wer die letzte Maschine bekommt. Im Umkehrschluss heißt das, je mehr Beatmungsgeräte, umso besser. Und deshalb die Frage, bei den Hochrechnungen der zu erwartenden Intensivpatienten würden diese Geräte nicht ausreichen. Sind Bestrebungen zur Anschaffung weiterer solcher Geräte im Gang? Wenn nicht, weshalb nicht? Und wie sieht die Situation im Land aus? Also wir haben mit den Berechnungen ungefähr im Jänner begonnen, uns damit auch tiefer zu befassen und hochzurechnen und stehen derzeit bei einem Stand von 104 Beatmungsgeräte. Das ist im Vergleich dessen, was wir kennen, sehr gut. Damit können wir ausgehen von einer sehr hohen Erkrankenzahl. Das ist deutlich mehr, als wir bisher überhaupt im Spitalsbereich zur Verfügung hatten. Im Hintergrund laufen immer Bemühungen, noch weitere Geräte anzukaufen. Aber ein Stand von 104 ist eigentlich sehr gut. Ich habe heute mit dem Südtiroler Landeshauptmann telefoniert. Die hatten oder haben einen Stand von 53 Beatmungsgeräten bei der doppelten Zahl an Intensivpatienten und auch schon Verstorbenen und auch schon Erkrankten.
Das heißt, wir liegen in allen internationalen Vergleichen gut. Wir rechnen hier wirklich mit dem Schlimmsten. Und deswegen glaube ich, dass 104 Beatmungsgeräte aus heutiger Sicht eine sehr, sehr gute Zahl ist. Aber wir geben nicht auf. Wenn wir irgendwo ein neues Gerät erwerben können, wird auch das im Moment erworben. Also ich kann beruhigen, wir tun alles, um das abzusichern. Zweite Strategie ist, Betten zu schaffen mit Sauerstoffanschlüssen. Das ist im Moment auf Hochtouren im Gange. Jeder Patient, der nur kurzfristig eine Sauerstoffunterstützung benötigt, wird nicht gleich intensiv. Das ist eine wichtige Strategie der Mediziner, die wir voll unterstützen. Das heißt, da wird es extern von den Spitälern Räume, Hallen, genau, Versorgungsmöglichkeiten geben, wo Menschen, die jetzt nicht intensiv intubiert werden müssen, sondern eine Sauerstoffversorgung über Maske bekommen, das. So kann man sich's vorstellen. Die Mediziner sagen uns, es können Atemnotschwierigkeiten auftreten, verbunden mit panischen Reaktionen. Und bevor ein Patient sich schlechter entwickelt und sozusagen zum Intensivpatienten wirklich wird, wo er ein Beatmungsgerät angeschlossen werden muss, können auch diese Sauerstoffmasken vorübergehend eine sehr, sehr gute Hilfe leisten. Es können sich die Lungen etwas beruhigen. Oft sogar ist das die einzige Methode, dem Ganzen überhaupt als Therapie entgegenzuwirken, ist eine Sauerstofftherapie. Ich habe mich heute noch einmal in der Medizin erkundigt. Die wirkliche Methode zur Bekämpfung des Virus in der Lungenerkrankung ist diese Sauerstofftherapie. Und wenn die gemacht werden kann, dann steigt die Chance wieder, dass jemand nicht Intensivpatient wird. Und diese Strategie versuchen wir im Moment zu machen. Das heißt, Plätze außerhalb des Spitals, wenn möglich mit Sauerstoffanschluss dazu sozusagen, mit Sauerstoffmasken und dann auch mehr Intensivbeatmungsgeräte und Plätze. Ich meine anhand der Zahlen, wir stehen gut da, aber wir wissen es natürlich alle auch nicht ganz genau. Alexandra Michaela Kloppenburg, das Lob über den Landeshauptmann, das sie hier in das Mail verpackt, das habe ich somit ausgerichtet. Meine Frage wäre, ob die Maßnahmen in Zukunft mehr verschärft werden oder ob es bald langsam wieder zur Normalität gehen wird. Also es sind in Österreich, ich hoffe noch zum richtigen Zeitpunkt, auch in Vorarlberg koordiniert sehr, sehr intensive Maßnahmen gesetzt worden. Zuletzt ja ein völliges Herunterfahren vieler Bereiche von Gesellschaft. Die meisten kennen auch diese Maßnahmen. Sie werden immer wieder auch kontrolliert und auch bestraft mittlerweile. Auch die Zahl der Anzeigen steigt bei uns ja auch. Das heißt, ein weiteres Herunterfahren von noch mehr Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft ist in Diskussion, aber nicht wirklich vorgesehen. Wir sind schon sehr tief. Es gibt im Moment eine offene Frage in der Bauwirtschaft, wo die Sozialpartner noch Klärungen sind. Aber was es jetzt eigentlich heißt, ist, die Ruhe zu bewahren, diese Maßnahmen einzuhalten. Und dann gehen wir davon aus, dass eine Verflachung der Kurve eintritt. Bis zur jetzigen Stunde sind noch drastischere Maßnahmen nicht vorgesehen. Hier auch gleich eine Anschlussfrage von Sigmund Brock, dem Geschäftsführer der gleichnamigen Blitzschutz GmbH, die landauf, landab bekannt ist. Meine Mitarbeiter haben täglich auf Baustellen zu tun. In der Praxis scheint unmöglich, die Vorgaben, also Abstand, Hygiene auf der Baustelle einzuhalten. Die üblichen Baustelleneinrichtungen reichen nicht aus. Zum Beispiel gibt es auf den wenigsten Baustellen warmes Wasser. Zudem wird die Notwendigkeit der Maßnahmen von einigen Mitarbeitern nicht eingesehen. Inwieweit wird das Verhalten der Leute auf den Baustellen kontrolliert? Ähnlich bei Freizeittreffpunkten, wo es durch die Polizei passiert. Es geht einfach in allererster Linie um die Gesundheit der Mitarbeiter und der Familien. Erst wenn wir hier Sicherheit schaffen, können auch die Baustellen weiterlaufen. Was sagen Sie darauf? Ja, ich glaube, er hat völlig recht. Wir haben alle öffentlichen Baustellen, Land, Bund, Gemeinden systematisch runterfahren können, auch Gott sei Dank im Einvernehmen mit der Bauwirtschaft. Das ist natürlich die beste Schutzmaßnahme für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Andererseits gibt es vielleicht Kleinbaustellen, wo gewisse Arbeiten noch möglich sind, private Baustellen. Aber man kann nur sagen, das muss unter Einhaltung von Schutzvorschriften gemacht werden. Das zu kommunizieren, ist einmal Aufgabe des Arbeitgebers. Im Moment verhandelt man auf Bundesebene auch österreichweit darüber, wie diese Schutzvorschriften auch klarer transportiert werden können und auch eingehalten werden müssen. Aber man muss damit rechnen, dass auch ein Polizist der Baustelle kontrolliert. Und ich hoffe eigentlich, dass man jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen da ein bisschen weiterkommt und entweder sagt, die Schutzvorschriften werden klarer eingehalten, auch klarer kommuniziert. Oder man muss darüber reden, wie dort wirklich noch weiter reduziert werden kann. Es ist vielleicht nicht sinnvoll, auch alle Arbeiten völlig einzustellen. Also wenn man unter bestimmten Vorschriften bestimmte Tätigkeiten noch macht, dann geht das. Ich kann ein Beispiel sagen, bei mir in der Umgebung war eine einzige Person da im Auftrag einer Gartenbaufirma,
der nachgefragt hat, ob er eigentlich noch einen Baum schneiden darf. Das darf er natürlich, eine Person in einem Auto mit einer Leiter auf einem Baum, der sozusagen ein paar Schnittarbeiten gemacht hat, ist der Mensch, der eine Beschäftigung hat. Also wenn er sich an diese Regeln hält, ist das zum Beispiel möglich. Aber wenn die zu fünf daherkommen, in einem größeren Bus, gemeinsam eine Pause machen und ein Leberkäsesemmel essen, was normal ist, dann wird es schwieriger. Das ist an sich eine nette Sache, aber in diesen Zeiten nicht möglich. Genau dazu schreibt uns ein anonymer Zuschauer, der jetzt hier auch auf Zoom mit dabei ist. Guten Tag, Herr Landeshauptmann. Vorweg begrüße ich die restriktiven Maßnahmen, die Sie setzen und gesetzt haben. Aber diese gelten anscheinend nicht für die Bauwirtschaft. Hier werden nach wie vor die Arbeiter in vollen Pritschenwagen und VW-Bussen zu den Baustellen gefahren. Entweder man ist konsequent oder eben nicht. Das ist meine Meinung. Ist die Bauwirtschaft so mächtig, dass man hier nicht zwei Wochen diese Baustellen stoppen kann? Ich spreche also im Übrigen nicht von Baustellen, die nicht lebensnotwendig sind. Ich teile seine Meinung ein Stück weit schon. Es sind Bauarbeiten möglich, wenn Schutzvorschriften gelten. Es muss möglich sein, zum Beispiel in getrennten Fahrzeugen oder mit anderen Möglichkeiten hinzukommen. Aber es ist absolut tabu, gemeinsam mit einem Baustellenbus, mit einer Gruppe Arbeiter auf eine Baustelle zu fahren und dort auf engstem Kontakt zu arbeiten. Man muss arbeiten, kann man möglich machen, wenn Abstände gehalten werden und die Vorschriften eingehalten werden. Ich nehme das auf, ich höre das jetzt öfters aus der Bauwirtschaft. Wir versuchen da noch klarer zu werden und auch noch klarer auch Richtung Bauwirtschaft zu kommunizieren. Wenn das nicht geht, dann ist eine Baustelle letztlich auch wirklich zu schließen. Wenn es eingehalten werden kann, dann soll man es zulassen, aber nur in einem sehr beschränkten Umfang. Und wir versuchen das durchzusetzen. Hier noch ein Hinweis von Gerhard Salzer. Guten Tag, Herr Landeshauptmann. Die Baustelle Bahnhof City in Feldkirch ist in vollem Gange. Das kann es wohl nicht sein. Das markiere ich somit auch als erledigt. Und ich würde sagen, dass wir zur nächsten Frage von Martin Schmiedmeier kommen. Etwas technischer Natur. Die aktuell veröffentlichte Mortalitätsrate aufgrund des Covid-Virus ist nicht höher als bei einer Grippe, also Influenza. Bei vielen Influenza-Patienten können auch Coronaviren nachgewiesen werden. Diese Zahlen bestätigen, dass die diesjährige Grippewelle einer ganz normalen Grippewelle entspricht. Der meint auch inklusive Corona. Warum werden nun plötzlich diese unglaublich einschneidenden und folgeschweren Maßnahmen ergriffen? Ich glaube, da schwingt dieser übliche und weit verbreitete Vergleich zur herkömmlichen Grippe auch mit. Ja, man kann ihm nicht wirklich böse sein, weil, glaube ich, große Teile der Bevölkerung, vielleicht sogar wir selber, bis vor ein, zwei Monaten oder so, Anfang des Jahres, noch der Meinung waren, möglicherweise ist etwas größere Influenza, das wird im Frühjahr ohnehin vorbei sein. Aber ich glaube, man kann einen einfachen Hinweis geben, ein Blick ins Ausland genügt. Wenn keine Maßnahmen gesetzt werden, dann passieren italienische Verhältnisse. Und dort hat sich das Virus in einem unglaublichen Tempo, unglaublich schnell verbreitet, hat sofort zu einem Lahmlegen von Spitalskapazitäten und Pflegesystemen geführt. Die Mortalitätsrate ist deutlich höher wie bei der Influenza. Es ist auch nicht richtig, dass das nur ältere Personen betrifft. Also viele der Annahmen, wo wir geglaubt haben, das könnte nur eine leichte Grippewelle sein, die waren einfach falsch. Das muss man, glaube ich, einfach so sagen, wie es ist. Das ist weltweit unterschätzt worden. Und ich kann mich erinnern, dass mir einer der Experten einmal Anfang Jänner gesagt hat, ob ich ihm erklären kann, wo der Unterschied zwischen Vorarlberg und Italien liegt, in der Frage, ob sich ein Virus verbreiten kann. Ich musste ihm sagen, ich glaube, es gibt keinen, weil wir sind dieselbe Gesellschaft und ein Virus macht vor der Grenze nicht Halt. Damit ist mir spätestens dort der Groschen gefallen, dass das, was in Italien passiert oder das, was in der Lombardei passiert ist oder in Tessin, in unserer Nachbarschaft, das sind unsere Wochenendausflügler, dass uns das jederzeit auch passieren kann. Und damit war mir klar, dass wir in einer völlig anderen Situation uns befinden wie bei der Influenza. Und ich muss jeden bitten, diese Argumente ernst zu nehmen. Und wenn man es uns nicht glaubt, es genügt, den Fernsehschirm aufzudrehen und nach Italien zu schauen. Wieso soll das bei uns letztlich anders sein? Das Virus entwickelt sich weltweit überall gleich, und zwar gleich schnell und gleich gefährlich, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Auch große Regierungschefs wie in Großbritannien oder USA haben sich zuletzt darüber lustig gemacht und setzen jetzt dieselben Maßnahmen. Über 30 Fragen, die auf unseren Landeshauptmann warten. Wir sind sehr froh, dass er zu Gast bei unserem digitalen VN-Stammtisch ist. Wir bieten auch Ihnen die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Dazu gibt es hier unten einen F- und A-Knopf, Frage und Antwort. Sind herzlich eingeladen, auch während wir hier sprechen, die Fragen zu stellen. Ich kriege das hin, die dann auch live zu stellen. Wie zum Beispiel die von Armin Oelz.
der schreibt: Sehr geehrter Landeshauptmann, wieso werden nicht stichprobenartig, also repräsentativ für die ganze Bevölkerung, Testungen durchgeführt, damit man auch auf die Dunkelziffer einen besseren Rückschluss hat? Ist ja auch ein Weg, den zuletzt der Verhaltensökonom Ernst Fehr vorgeschlagen hat. Also er hat mit dem Hinweis recht und daran wird auf Hochtouren gearbeitet, weil wir wissen aus allen Erfahrungen, je mehr man testen kann, umso besser ist die Bekämpfung. Also testen, absondern, testen, Quarantäne, testen, testen ist eigentlich ein wichtiger Hinweis. Im Moment braucht bei uns so ein Test ungefähr 4 Stunden, bis er durchgeführt ist. Wir können bis zu 1000 am Tag machen. Aber es gibt österreichweit Engpässe bei diesem Testmaterial, das man dazu braucht. Sobald dort die Schleusen aufgehen, werden wir die Testungen intensiv hochfahren können. Wir warten eigentlich stündlich auf die Nachricht, dass das Material eintrifft. Wir sind auch jetzt in der Lage, wieder mehr zu testen. Vorarlberg ist gut aufgestellt, also rein technisch haben wir alles. Aber es fehlt im Moment am Testmaterial, das nur international eingekauft werden kann. Bei einer derartigen Spannung auf der ganzen Welt ist das eine echte Herausforderung. Da sind wir bei der Schutzausrüstung und Masken besser dran, beim Testmaterial nicht schlecht dran. Aber der Herr Oels kann sich sicher sein, wir unternehmen alles, um dieses Material zu bekommen, in ganz Österreich und Vorarlberg auch, um die Testungen hochfahren zu können. Zur Stunde testet Vorarlberg am besten von ganz Österreich, aber es ist zu wenig. Wir sollten noch mehr tun. Andreas Strolz schreibt hier: Wenn ich im Quarantänegebiet wohne, der Nachname lässt auf den Adelberg schließen, bei welchen Symptomen sollte ich mich testen lassen? Und, das schließe ich an, wird im Quarantänegebiet überhaupt getestet derzeit? Also was ich ihm anraten würde, ist, einen Kontakt aufzunehmen mit dem Gemeindearzt. Der ist von uns sehr gut instruiert, auch was die kommenden Testungen angeht. Wir haben im Moment im Quarantänegebiet nicht weiter getestet aufgrund der gesamten Situation, die wir haben. Und eine Quarantäne, unter Quarantänestellung muss nicht bedeuten, dass dort zwangsläufig gleich alles getestet werden muss. Wir werden gegen Ende des Monats dort eine Testung vornehmen, auch in Lech. Der Gemeindearzt kann ihm genau sagen, welche Symptome auftreten. Oft sind es Husten, oft ist es ein beginnendes Halsweh und Kopfschmerzen. Es kann auch mit Atemschwierigkeiten zusammenhängen. Ich bin jetzt nicht ein Arzt, der das so sagen kann und bin auch nicht befugt dazu. Also mein Tipp ist, Gemeindearzt anrufen, Symptome schildern und dann dort die Entscheidungen mit ihm vorzubereiten. Auch dann ist ein Test natürlich möglich, wenn Symptome auftreten. Ein anonymer Zuschauer schreibt uns: Wann darf ich mich derzeit testen lassen? Was ist derzeit die Regelung? Reicht es schon, wenn ich die Symptome habe, oder muss ich mich immer noch in den Risikogebieten aufgehalten haben, um getestet zu werden? Ja, es ist so, dass wir am Beginn gesagt haben, es müssen Symptome da sein und es muss klar sein, man kommt aus einem Risikogebiet. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Es ist heute wieder erklärt worden, auch öffentlich von der Ärztekammer aufgestellt worden, dass die Hausärzte eine Möglichkeit bekommen, derartige Testungen einzuleiten nach einer Beurteilung des Hausarztes. Was nicht möglich ist, ist einfach irgendwo hinzugehen, in eine Spitalsambulanz oder zum Arzt und sagen, ich will einen Test. Ich kann auch dort raten, anzurufen, Symptome zu schildern. Es gibt die Nummer 1450. Wer dort anruft und die Symptome schildert, dann wird das mit entschieden, ob ein Test durchgeführt wird. Heißt hinfahren, Abstrich nehmen und Testung durchführen, absondern wieder 24 Stunden, bis der Test da ist. Das läuft eigentlich so wie bisher. Und eine neue Möglichkeit können wir sozusagen in der Beurteilung, ob Test ja oder nein, über die Hausärzte versuchen. Das heißt, auch dort wäre es am intelligentesten, zuerst den Hausarzt anzurufen. Ein anonymer Zuschauer hier: Hallo Herr Wallner, warum gibt es keine offiziellen Zahlen darüber, in welchen Gemeinden die infizierten Personen leben? Ja, wir haben bisher uns daran gehalten, dass wir österreichweit Bezirkszahlen veröffentlichen und nicht nur einzelne Gemeindezahlen. Wir informieren die Gemeindesanitätsärzte darüber, wie die Entwicklung in der jeweiligen Gemeinde ist, sodass sie einen Überblick bekommen, was passiert in der Gemeinde eigentlich, auch an Zahl von Verdachtsfällen und so weiter, damit dort ein Überblick vorhanden ist. Aber wir wollten kein Gemeinderanking in diesem Sinne erstellen. Für Vorarlberg macht es nicht viel Sinn. Die wirklich herausgeragt sind, wie die Arlberg-Region oder Menzing, die haben wir sofort unter Quarantäne gestellt. Die anderen befinden sich im Wesentlichen im Durchschnitt der Gesamtzahl.
Wir haben noch ungefähr 10 Minuten in unserem Gespräch mit dem Landeshauptmann. Unten der Verweis auf den F- und A-Knopf, nicht nur deshalb, weil Sie hier weitere Fragen stellen können, sondern weil es da auch die Möglichkeit gibt, mit Daumen hoch zu signalisieren, das ist eine Frage, die mehr als nur einen Zuschauer interessiert, da ich schon fürchte, dass wir nicht alle ganz durchbringen werden. Also nutzen Sie durchaus den Daumen, um hier hoch zu voten. Ich sehe schon, das läuft bereits. In der Zwischenzeit eine sehr konkrete Frage. Vielleicht können wir das auch kurz beantworten. Sonja Wittwer schreibt, ihr Geburtstermin ist in 2 Wochen. Und sie war erleichtert, als ich hörte, dass die Corona-Patienten nach Hohenems und Bludenz kommen, aber jetzt werden die auf alle Spitäler aufgeteilt. Wie sieht es quasi hier auf und dürfen Männer weiterhin die Frauen zur Geburt begleiten? Also wir haben mittlerweile ja nicht alle Abteilungen der Geburtshilfe offen, Bludenz zum Beispiel meines Wissens nach nicht. Es wäre gut, sich mit Feldkirch in Verbindung zu setzen und zu klären, wo die Geburt vorgenommen werden kann. Dort wird auch eine genaue Auskunft gegeben, welche Begleitung möglich ist. Das Einfachste ist, sich dort zu melden. Ich hoffe, sie bringt ihr Kind gesund zur Welt. Doris Traub schreibt, schönen guten Tag an das VN-Team. Eine Frage an den LH. Wie ist es, über die Grenze derzeit zu fahren? Ihr Zahnarzt ist in Lindau. Sie lässt sich üblicherweise dort behandeln. Darf ich rüberfahren? Muss ich, wenn ich nach der Behandlung wieder nach Vorarlberg zurückfahre, 2 Wochen in Quarantäne? Diese Auskunft bekam ich von einem Polizist an der Grenze unter Hochsteg. Ich kann diese Auskunft kaum glauben. Da frage ich mich, was die Grenzgänger da machen. Ja, das wird so sein. Also die erste Frage wird sein, ist der Zahnarzt in Lindau überhaupt noch offen? Weil bei uns haben viele Zahnärzte mittlerweile zugemacht. Also kann diese Zahnbehandlung überhaupt noch durchgeführt werden? Ich fürchte, die schlechte Nachricht wird sein, dass das jetzt nur in allerdringlichsten Fällen überhaupt gehen wird. Das ist die Vorfrage. Und im Übrigen gelten sehr, sehr strenge Grenzkontrollen. Jetzt, wenn es ein absoluter Notfall ist, immer wegen Fragen der Versorgung, dann wird das irgendwie gehen. Aber wenn es jetzt um eine verschiebbare Zahnbehandlung geht, wird es nicht gehen. Wir wollen hier mit dem digitalen VN-Stammtisch direkten Bürgerkontakt ermöglichen und das funktioniert ja bis dahin erstaunlich wacker. Hier eine ganz konkrete Frage von Ingrid Deutschmann. Meine Tochter und ihr Freund landen hoffentlich morgen, die Zeit ist ungewiss, aus Lima kommend in Schwechat mit einem dieser Rückholflüge der Auer, die im letzten Moment die Österreicher nach Hause holt. Die müssen anschließend auch gleich in Quarantäne gehen, das ist ja bekannt. Gibt es die Möglichkeit für Ihre Familienmitglieder mit dem Zug von Schwechat nach Vorarlberg zu kommen? Gibt es da einen Quarantänewaggon? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, meines Wissens nach nicht. Es gibt zwar eine direkte Zugverbindung nach wie vor, in der es möglich ist, von Schwechat oder von Wien nach Vorarlberg zu fahren. Aber von einem Quarantänewaggon weiß ich nichts. Man könnte allenfalls prüfen, ob es geht. Ich würde jetzt sagen, in einem Liegewagen oder in einem eigenen Abteil oder so unter völliger Quarantäne diesen Transfer durchzuführen. Das wäre eine Prüfung wert, ob das möglich ist. Ansonsten muss klar sein, landen und in Quarantäne. Wenn ein geschlossener Transport von Wien nach Vorarlberg geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass man das möglich machen kann. Aber es muss tatsächlich ein durchgehender Transport dieser beiden oder dieser Person sein, mit keinerlei Kontakt nach außen. Aber die Rückholflüge werden ja von der Botschaft oder wem auch immer dann organisiert. Das heißt, da könnte man auch beim Land oder bei den Informationshotlines weitere Auskünfte bekommen. Ich glaube schon, man könnte nachfragen, ob jetzt ein Transport von Wien nach Vorarlberg in welcher Form überhaupt möglich ist. Aber ich kann das auch übernehmen. Wenn ich dazu eine E-Mail bekomme, klären wir das auch. Das machen wir gleich anschließend, dann kriegt die Frau Deutschmann hier direkt Antwort. Ein Bekannter von mir, schreibt eine anonyme Leserin, war einer der ersten Corona-Fälle Vorarlbergs. Symptome, starke Verkühlung, starker Husten, aber kein Fieber. Ihm wurde mitgeteilt, dass nach der Quarantäne 2 Tests innerhalb von 24 Stunden negativ sein müssen. Das hat man jetzt ja auch bei der Bundeskanzlerin Merkel gesehen, dass es da 2 Tests gab und so weiter. Nach 13 Tagen wurde kein Test mehr gemacht und er wurde telefonisch ohne Untersuchung aus der häuslichen Quarantäne entlassen, trotz nach wie vor starker Verkühlung, hier erneut 4 Rufezeichen. Wie wir bereits alle wissen, kann man bis zu 20 Tage ansteckend sein. Warum wurde diese Strategie geändert? Es war ein Hinweis der Mediziner, dass wir am Beginn noch sagen konnten, es muss jedenfalls 2 Testungen hintereinander geben, um wieder klar positiv zu sein oder klar negativ zu sein. Beide Tests müssen negativ sein. Von dieser Vorgangsweise ist man weggekommen, um noch mehrere Personen testen zu können, weil alle Erkenntnisse darauf hindeuten, dass man eigentlich nach 14 Tagen wieder als gesund bezeichnet werden kann. Sollte das in dem Fall noch nicht der Fall sein
eine Unsicherheit da sein, würde ich auch hier anraten, entweder die 1450 gleich anzurufen, darauf hinzuweisen, dass immer noch Symptome vorhanden sind, oder auch den Hausarzt zu kontaktieren. Es könnte darauf hindeuten, dass es in dem Fall vielleicht länger geht und gegebenenfalls ein zweiter Test gemacht werden müsste. Eine große Frage, die hier auch ganz hoch gewotet wurde beim F&A-Knopf hier in unserem Zoom-Programm. Werden die Schulen noch länger geschlossen bleiben, fragt Florian Bösch. Also wir haben ein klares Datum gesetzt, was die Schulen angeht und auch die Kinderbetreuung und die Kindergärten dazu. Die Schulen sind insofern ja nicht vollständig geschlossen, als dort noch eine Betreuung angeboten wird. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Die Frage ist, geht die Schulen wieder auf? Wir werden da zeitgerecht informieren. Über Ostern bleiben die Betreuungsformen erhalten, das ist klar, auch in der Kinderbetreuung. Und dann wird entschieden werden, wie es in den Schulen weitergeht. Aber man soll sich darauf einstellen, dass wir uns das gut überlegen müssen und nicht zur Stunde nicht sagen kann, ob eine Öffnung geht. Tendenziell neige ich dazu eher zu sehen, dass das nicht so einfach sein wird. Das würde auch die Frage von Walter Gorbach beantworten, wann die Schule wieder aktiv ist. Also vielleicht nicht nach Ostern, ist die verklausulierte Antwort des Landeshauptmanns. Jennifer Rützler fragt, wieso die Produktionen nicht generell für 2 Wochen stillgelegt werden. Blum hat ja einige Werke jetzt stillgelegt. Das mit dem 1 Meter Abstand in der Produktion ist kaum machbar, schildert sie offenbar aus eigener Erfahrung. Jetzt nicht, was die Firma Blum betrifft, das möchte ich dazu sagen, aber das war ein Beispiel, dass es große Produktionsbetriebe gibt, die eben die Produktion heruntergefahren haben. Also es ist nicht die Entscheidung gefallen, die Produktionen alle behördlich zu schließen. Es ist nicht die Entscheidung gefallen, das Arbeiten in Österreich vollkommen einzustellen. Das muss man immer dazu sagen. Es sind die Hotels geschlossen worden, es sind die Liftanlagen geschlossen worden, es sind Bars und Restaurants geschlossen worden, es sind die Handelsgeschäfte mehr oder weniger geschlossen worden, also Betretungsverbote erlassen worden. Große Teile der Wirtschaft sind runtergefahren worden, die öffentlichen Baustellen runter, die privaten, wie gesagt, noch etwas in Diskussion, wie es dort wirklich weitergeht. Und die Produktion ist generell nicht runtergefahren worden, sondern aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse wird im Regelfall ein Kurzarbeitsangebot am Markt im Moment verfügbar gemacht. Viele gehen in diese Kurzarbeit hinein, weil es wirtschaftlich gar nicht anders geht. Und ansonsten ist das Produzieren schon erlaubt, wenn die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Dafür ist laut Gesetz der Arbeitgeber verantwortlich. Also wenn Sie selber auch das Gefühl haben, das wird in meinem Unternehmen nicht eingehalten, dann ist es schon wichtig, sich zu rühren, auch beim eigenen Arbeitgeber. Sie haben ein Recht darauf, dass diese Schutzvorschriften eingehalten werden. Also die Frage nach dem Schulstart übrigens beschäftigt viele unserer Leser. Das konnten wir jetzt ja nur insofern klären. Diplomprüfungen waren auch eine Frage. Matura und so weiter. Hat das eine höhere Priorität als generell eine Schulöffnung, wenn wir darauf zurückkommen? Also im Schulbereich hat man viel unternommen, dass man sozusagen irgendwie in der Bildung bleiben kann. Und ich habe das für eine gute Strategie empfunden. Es ist ja interessant, was hier alles über E-Learning-Plattformen möglich ist. Dinge, die wir früher gar nicht für möglich gehalten hätten, sind jetzt doch möglich. Ich habe selber Kinder zu Hause, die eigentlich komplett weiterlernen im Moment. Auch solche, die an der Uni sind, die hatten gestern per Video eine Präsentation. Die haben auch demnächst eine Prüfung. Also da werden schon Dinge abgehalten. Ich glaube, trotz der Entscheidung, zu Hause zu sein, in der Bildung zu bleiben, war eigentlich eine gute Sache. Wir sollten ja den Bildungsfluss der Kinder und Jugendlichen nicht vollständig unterbrechen. Das heißt, im Hintergrund wird schon vieles unternommen, dass Prüfungen durchgeführt werden können. Und ich glaube, da ist mehr möglich, als wir eigentlich wissen. An den Universitäten geht da einiges auch trotzdem weiter. Und an den Schulen ist es ein bisschen schwieriger, weil die Präsenz einfach eine höhere sein muss. Da kann man manches weitermachen und manches nicht. Ich glaube, am Ende, wenn wir diese Krise überstanden haben, sagen wir vielleicht, ein paar Monate Bildung ein bisschen verloren oder weniger gemacht, ist vielleicht noch nicht so schlimm gewesen, wie wenn wir krank geworden wären. Wir haben noch ganz wenige Minuten und ganz, ganz viele Fragen. Probieren wir ein kurzes Staccato durch. Gibt es derzeit Gemeinden in Vorarlberg, die voraussichtlich die nächsten Tage unter Quarantäne gesetzt werden könnten? Nein, ist nicht gedacht. Gut. Ist es nicht bedenklich, dass das Bundesheer in Vorarlberg zu wenig Rekruten hat, um den Assistenzeinsatz abzuleisten und man Mannstärke aus der Steiermark holen musste? Nein, das ist eine gute Strategie, weil wir die eigenen Kräfte im Hintergrund halten und vielleicht noch brauchen werden, der Pionierzug und die Militärmusik. Und zusätzlich hat jedes Bundesland eine eigene Kompanie dazu bekommen, zum Teil aus ganz anderen Teilen Österreichs. Das ist schon in Ordnung so, weil es die Mannstärke insgesamt in Vorarlberg anhebt.
Hallo, ich würde gerne wissen, welchen Vorrat Vorarlberg eigentlich an Schutzmasken, Handschuhen derzeit noch hat und an folgenden Tagen noch bekommen wird. Aus China soll Österreich ja in den nächsten Tagen bis zu 20 Millionen Masken kriegen. Also wir sind im Bereich der Schutzmasken relativ gut wieder aufgestellt. Vorarlberg hatte von Anfang an ein relativ gutes Depot. Wir haben mit der Produktion eigener Schutzmasken durch ein Industriekonsortium im Land begonnen, eigentlich eine Meisterleistung in der Krise. Wir können ab dem Wochenende 12.000 Stück pro Tag herstellen und wollen auf 100.000 Stück pro Tag hochfahren können. Das ist eine ganz enorme Leistung. Wir haben keinen Engpass bei den Desinfektionsmitteln. Wir sind relativ gut bei den Schutzmänteln und der Schutzausrüstung. Wie immer kann es überall mehr sein. Von der Bundesseite ist eine größere Lieferung angesagt worden. Wir hoffen, dass die nächste Woche eintrifft. Dann wird es ein bisschen Entspannung in der Frage insgesamt geben. Wie sieht der Grenzschutz zur Schweiz aus? Dort leben ja inzwischen über 10.000 Infizierte. Darf man aus der Schweiz überhaupt noch zu uns beispielsweise zum Einkaufen, wie das sonst der Fall ist? Nein, das geht gar nicht mehr, was wir natürlich auch spüren. Also reiner Einkaufstourismus ist völlig abgesagt. Der Grenzübertritt ist das auch nicht erlaubt. Das Einzige, was geht, ist, dass Grenzgänger aber auch unter Einhaltung von Schutzvorschriften in der Schweiz noch arbeiten gehen können. Das ist stark reduziert. Große Unternehmen sind auf Kurzarbeit umgestiegen. Ansonsten ist bei der Einreise eine Grenzkontrolle der Polizei. Es ist eine Gesundheitskontrolle mittlerweile auch dort. Das heißt, dort wird Fieber gemessen, wird ein Gesundheitszeugnis kontrolliert. Wer einreist und nicht sagen kann, dass er einen Test hat, wo er negativ ist, der muss entweder umkehren oder er kommt herein und muss sich sofort 14 Tage unter Quarantäne stellen, schriftlich bestätigt. Stimmt es, schreibt Stefan Müller, dass es den ersten Todesfall in Vorarlberg gibt? Wir hatten heute Kontakt mit dem Spital in Hornems und da gibt es einen Patienten auf der Intensivstation meines Wissens, dem es nicht sehr gut geht, aber ich kann das jetzt noch nicht bestätigen. Gibt es bereits, eine Frage war noch, wieso immer noch neue Flüchtlinge ins Land kommen? Ich weiß nicht, ob das den Tatsachen entspricht, aber das war eine Frage, wieso in dieser Situation noch neue Flüchtlinge nach Vorarlberg kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen in den letzten Wochen, dass wir eine größere Zahl schon gar nicht überhaupt neue Flüchtlinge ins Land bekommen haben. Das war seit Jänner nur noch ganz, ganz wenig. Ich kann das gerne überprüfen, aber das ist sicher nahezu auf Null gegangen. Und eine der letzten Fragen, weil Sie dann auch weiter müssen. Wo können wir Bürger die täglichen Zahlen von Infizierten in Vorarlberg beobachten? Welche Quellen raten Sie uns hier als seriös an? Naja, es wird in den Medien tagtäglich veröffentlicht und alles, was dort kommt, bezieht sich ja auf unsere Zahlen, die wir jeden Abend hinausgeben. Also bevor Sie jetzt im Internet herumstöbern, wäre es vielleicht am allerbesten, die öffentlichen Medien in Vorarlberg einfach zu konsumieren. Nicht zuletzt die Vorarlberger Nachrichten bringen das jeden Tag punktgenau. Vielen Dank. Und zum Abschluss zwei Fragen, die wortgleich von Vivienne Leimbach gekommen ist und auch von einer anonymen Zuschauerin, die geschrieben hat, das war so schön formuliert hier irgendwo. Jedenfalls die höfliche Frage war, ob sie das fragen dürfe, aber wie regeln Sie das momentan zu Hause? Wie viel sind Sie zu Hause? Vivienne Leimbach hat hier geschrieben, inwiefern beeinflusst Covid-19 auch Ihr Privatleben? Verbringen Sie mehr Zeit zu Hause mit der Familie? Nein, das kann ich leider nicht. Ich bin mehr oder weniger nicht gerade rund um die Uhr. Ein paar Stunden Schlaf gibt es noch. Eigentlich im Krisenstab tätig, also hier im Landshaus, ziemlich abgeriegelt, mit wenig Kontakt. Das meiste wird über Videokonferenzen gemacht. Und zu Hause ist die ganze Familie da, es sind alle pumperl gesund. Und es ist ein intaktes Familienleben, aber wir haben ziemlich getrennte Abläufe, um das so zu sagen. Ich muss ja auch darauf achten, dass ich selbst nicht erkranke. Das ist in der Situation, glaube ich, besonders wichtig, weil man Führungsverantwortung hat für das ganze Land. Das heißt, zu Hause ist alles ziemlich strikt getrennt, Schlafzimmer, Bäder, die Abläufe im Haus. Und wenn wir uns als Familie treffen, dann auch hier eigentlich mit einem ziemlichen Abstand. Es geht und ist manchmal auch ganz lustig. Gut, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben und die vielen Fragen, die Sie alle ad hoc beantwortet haben. Gerne von unserer Seite das Angebot einer Wiederholung. Wann kann man schon den Landeshauptmann direkt fragen? Vielen Dank, dass Sie sich für die VN-Leserinnen und Leser die Zeit genommen haben und weiterhin alles Gute, vor allem auch viel Gesundheit. Danke. Ich danke auch, konnte leider nicht alle Fragen beantworten, aber das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Dankeschön.